Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Adventure Wii. Im letzten Part haben wir hier aus der vierten Welt Level 3 und Level 4 gespielt und weil die so schnell ging, war sogar noch Zeit für eine Challenge, für die Bomben-Challenge. Und jetzt geht's aber weiter hier in Welt 4 mit noch dem letzten normalen Level und dann auch dem Bosskampf. Und vielleicht können wir sogar auch schon mit der fünften Welt dann anfangen, eventuell. Aber vielleicht mache ich dann auch was anderes wieder. Ich meine, wir haben aktuell keine weitere Challenge zur Verfügung, aber vielleicht wird da noch eine kommen, mal schauen. Okay, wenn ich mal die Wahl habe, sollte ich eher links rumgehen, denke ich. Soll mir das jetzt sagen. Genau, ja, dann machen wir das doch gleich. Das ging schnell. Wow, und ein toter Waddledee. Der Geist eines Waddledees. Kann ich den einsaugen? Kann ich sogar, lol. Die Vase sogar auch. Okay, etwas weird, aber na gut. Aber ich meine, ich habe ja eh einen Rückweg, ne? Deswegen wäre eigentlich ziemlich egal gewesen sogar. Aber ich will auf jeden Fall Kämpfer haben. Kann ich jetzt nicht wirklich benutzen, weil ich den Schlüssel halt mitnehmen muss. Aber okay. Ja, vielleicht ist es sogar übrigens gar nicht optional, was ich hier mache. Vielleicht muss man das sogar machen. Weil jetzt rechts dann gleich eine verschlossene... Ja, genau, eine verschlossene Tür ist. Okay. Aber das Prinzip vom Level wird sich wahrscheinlich noch so fortsetzen, dass ich halt immer gucken muss, welche Wege... Das ist ein Zahnrad. Okay. Welche Wege ich entlang gehen will und ich mich halt dann richtig entscheiden muss. Vielleicht. Ja, das finde ich interessant, dass wir jetzt auch das Zahnrad gerade schon gesehen haben. Da waren darüber solche Blöcke, die ich mit irgendwas Speziellem kaputt machen muss. Mit einer normalen Fähigkeit geht es gar nicht. Muss ich dann noch irgendwas Passendes dafür finden? Bam! Ah, das ist so nice. Der Move einfach nur. So. Mit dem Ding würde es wahrscheinlich gehen. Ja, ich bin ja auch super intelligent. Das war äußerst knapp übrigens. Das war richtig scheiße knapp. Zum Glück ist es respawned. So. Okay. Ja, ich verstehe schon. Ich darf da jetzt nicht in die Lücken reinfallen, was gar nicht mal so easy ist. War der ganz ruhig. War das ein neuer Gegner? Oder der mir auch eine Fähigkeit gegeben hätte? Glaube ich nicht. Wenn es eine neue Fähigkeit hier noch gäbe... Genau, hier war es, ja. Dann würde... die besser eingeführt werden, als wenn das jetzt hier so währenddessen kommt. Achso, halt. Oh Gott. Das reicht hoffentlich aus. Ja, okay. Yay! Savanna kann ich auch noch mitnehmen, ne? Aber das finde ich auch schön hier, dass das One-Up leichter zu bekommen ist als das Zahnrad. Weil Zahnräder sind ja auch wichtiger als One-Ups. Genau so ist es. Yeah. Bam, bam, bam! Stern da unten ignoriere ich mal gekonnt. Okay. Jetzt wäre aber Feuer schon besser. Ich habe, glaube ich, keinen Feuer-Move als Kämpfer. Oder? Habe ich sogar doch einen? Ich glaube nicht. Die sehen zwar teilweise so ein bisschen aus, als wären es Feuer-Moves. Alter, das ist so geil einfach, das Moveset. Ich liebe es. Aber, ich glaube, einen richtigen Feuer-Move habe ich nicht, ne? Ist sogar ein bisschen doof aus, weil... Da ist sogar was dahinter versteckt übrigens. Und ich habe wieder keinen Rückweg mehr. Das ist ja richtig dumm. Also warte mal kurz. Habe ich doch einen Feuerangriff? Ey, warte mal. Vielleicht ist es, wenn ich es ganz auflade, vielleicht ist das sogar ein Feuerangriff. Warte mal. Ah, okay. Sehr gut. Dann habe ich nichts gesagt. Sehr schön. Passt. Achso, ich bin so dumm. Warum habe ich das eigentlich nicht gecheckt? Also das ist doch eines der ältesten Kirby-Rätsel überhaupt. Das habe ich sogar schon mal erwähnt, dass die Bomben da teilweise fies sein können. Na komm. Dass die Bomben da teilweise fies sein können, weil sie ein, zwei Wege aufmachen, aber weil sie auch wieder Wege zumachen können. Und ich habe jetzt das trotzdem irgendwie vergessen, ich Idiot. Was? Okay, da war ich jetzt aber schon relativ schnell, finde ich. Aber das geht noch die ganze Zeit so. Okay, das ist ein Problem, weil eigentlich soll ich ja hier Feuer haben. Und mit Feuer habe ich halt den Feuer... Ach komm. Ah, ich hasse die Gegner. Habe ich halt den Feuerball. Und, die sind ja so nervig, die Gegner, hey. und mit dem kann ich halt schnell entlangkommen. Und das soll ich ja eigentlich tun. Das ist jetzt ein bisschen ein Problem, tatsächlich. Meine Beefy-Mitnehmung ist übrigens leer. Bleibt es da jetzt die ganze Zeit? Nee, nur kurz, okay. Das ist deutlich weniger nervig als in den meisten Wii-Spielen. Finde ich gut. Hm. Ich meine, am schnellsten ist schon der Kick, den ich gemacht habe. Würde ich sagen. Der da. Ich muss da auch dran denken, dass ich eins gedrückt halte.
okay. Scheiße. Ich hätte sogar unten rumgehen. Ich hätte eigentlich unten rumgehen können. Hätte ich sogar geschafft noch. Ach komm, ach. Ach, wie dumm ist denn das jetzt, dass ich. Nur weil ich jetzt keine Feuerfähigkeit mehr habe. Ich meine, es geht, glaube ich, trotzdem jetzt so, wie es ich jetzt hier mache. Aber es ist halt jetzt übelst der Hard Mode einfach, den ich jetzt hier habe. Geht das? Reicht das aus? Natürlich nicht. Ja, stirb. Aber ich probiere es mal noch mit euch gemeinsam. Ich werde aber dann, glaube ich, gleich mal schneiden. Weil da könnte ich noch ein bisschen brauchen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es zu weit links war. Einmal noch. Dann schneide ich. Ich soll es von links aufmachen. Macht mehr Ruhe. So, bam. Okay. Ja, ich muss da erst ein bisschen entlang laufen sogar. Okay. Okay. Das ist schon ein bisschen doof, finde ich. So, danke. Ich weiß nicht, ob das besser ist, da oben rumzugehen dann. Ist ja auch ein totaler Umweg, aber da rechts rumzukommen, schaffe ich, glaube ich, nicht. Ach, warum ist das denn jetzt so nervig eigentlich? Das gibt's doch gar nicht. Aber ich sehe das nicht ein, dass ich jetzt nochmal zurückgehe und mir die Feuerfähigkeit hole. Okay, reicht's. Ja, aber das ist auch wieder, das ist genau das, was ich auch schon beim letzten Part ein bisschen kritisiert habe. Das ist jetzt wieder ganz genau so, dass ich eigentlich, um an das Zahnrad hinzukommen, die Feuerfähigkeit brauche, die ich im vorherigen Raum kriege. Hier ist keine Feuerfähigkeit mehr. Das kam jetzt schon irgendwie 3-4 Mal oder sowas vor, dass man eine Fähigkeit aus dem vorherigen Raum in den nächsten mitnehmen musste. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann, jetzt hatte ich Glück mit Kämpfer, dass ich da auch eine Feuerfähigkeit integriert habe. Jetzt habe ich nicht aufgepasst übrigens, bin ich eigentlich dumm. Jetzt muss ich wahrscheinlich nach rechts, denke ich mal, wenn ich gerade zuerst nach links musste. Ich konnte es aber gar nicht wirklich sehen, tatsächlich. Okay, jetzt nehme ich auch mal dann noch Feuer. Auf jeden Fall, ich brauche die Fähigkeit an sich. Und ich stimmte, ja. Und wenn ich aber das nicht, wenn ich nicht dran gedacht habe, die mitzunehmen. Oh Gott. Bin ich aber auch schlecht. Alter, was mache ich jetzt eigentlich? Ich kann das nicht erklären und währenddessen gut spielen. Das geht nicht. Oh, jetzt habe ich auch voll den Faden verloren, Alter. Ich hasse es. Weil, wenn ich eben die Fähigkeit nicht mitnehme, dann muss ich halt das Level an sich eigentlich neu starten. Selbst mich umzubringen funktioniert nicht, weil es ja im vorherigen Raum war und weil ich, wenn ich sterbe, ja nur im selben Raum wieder lande. Und deswegen, selbst dass ich so viele Leben gesammelt habe, bringt mir quasi nichts, weil ich würde die halt gerne dafür hergeben wollen, dass ich mich umbringen kann, um, oh Gott, um eventuell einen Abschnitt nochmal neu zu versuchen, mit dem Zahnrad oder sowas, aber kann ich halt dann nicht mal. Und das ist echt unnötig, nervig und frustrierend, weil würde es so ein, ach, der geht mit Beam, okay, weil würde es so einen Unterschied machen, wenn jetzt halt der Feuergegner einfach am Anfang von dem Raum vorkommt, anstatt am Ende vom vorherigen, das würde keinen großen Unterschied machen, von der Schwierigkeit her gar keinen, aber es würde es halt weniger frustrierend machen, wisst ihr? Und deswegen, das fände ich so Level-Design-mäßig deutlich besser, wenn das so wäre. Und das war jetzt, wie gesagt, halt schon super, super oft der Fall. Das finde ich ein bisschen suboptimal gelöst. Apropos, kann ich die da reinwerfen? Ah, okay, kann ich. Ich wollte schon sagen. Okay. Das wäre auch fies, wenn man jetzt hier immer noch die Feuerfähigkeit bräuchte. Okay, passt. So, ist leer. Ich brauche wahrscheinlich Eis. Ja, ich verstehe. Zack. Yay. Kein Problem. Genau. Hier in den Bonusräumen kriegt man ja auch immer die Fähigkeit, die man braucht, wie jetzt halt hier Eis. Das ist ein bisschen was anderes auch zugegeben, aber trotzdem, ne? Ich bin da kein so Fan davon, dass man eine wichtige Fähigkeit im vorherigen Raum bekommt und dass man keine Chance mehr hat, das irgendwie wieder gut zu machen, falls man die verpasst haben sollte, außer halt durch komplettes Neustarten des Levels. Was aber halt jetzt nicht gerade optimal ist. Aber das ist nur eine sehr kleine Kritik, ne? Das ist klar. Wie gesagt, das Spiel ist bisher richtig cool. Aber ich kann ja nicht nur loben. Dann wird es ja auch langweilig werden. Okay. So, ein Zahnrad fehlt noch. Hat eventuell mit dem Schlüssel zu tun. Aber da könnte auch gezwungenermaßen richtig sein. Moment, das checke ich jetzt nicht.
Achso, doch, okay. Ich kann halt nach links gehen, wenn ich Essen haben will. Das ist, glaube ich, der Witz. Ah, nee, halt, da ist auch das Zahnrad. Okay, dann war es doch eine sehr gute Entscheidung. Das habe ich davor gar nicht gesehen. Da war nämlich gar kein Essen, ne? Genau. Okay. Yay. Puh. Zum Glück habe ich da die richtige Entscheidung getroffen. Aber hier zum Beispiel, ich kritisiere doch immer noch weiter, sorry. Aber das regt mich total auf irgendwie. Weil hier zum Beispiel, wenn ich da jetzt einen Fehler gemacht hätte, wenn ich da das Rechte geöffnet hätte, dann hätte ich mich ja umbringen können einfach, ne? Aber das ist halt gerade das Problem, dass ich das nicht kann mit dem Umbringen, wenn die Fähigkeit, die ich brauchte, im vorherigen Raum war. Das ist das Nervige. So, aber jetzt höre ich wirklich auf. Es sei denn, es kommt wieder vor, dann werde ich es wieder kritisieren. Hi! Yeah! So, und dann kommt auch schon der Boss hier von der vierten Welt. Ein Schneemann. Vielleicht. So, da will ich dann wahrscheinlich Feuer haben, wenn es Feuer gibt. Also ich meine, das ist eh egal. Es gibt ja in Kirby, soweit ich weiß, keine Effektivitäten. Oder gibt es sogar doch? Vielleicht sogar doch. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Wir schauen mal, was da für Fähigkeiten gibt. Boah, das ist ja ultra schwer. Was soll ich denn da jetzt nehmen? Die sind alle voll geil. Ich meine, ne? Feuer ist an sich die schlechteste, finde ich, von denen. Aber wir sind halt in einer Eiswelt. Und das ist safe ein Eisboss. Aber ich liebe halt Kampf und ich liebe auch Ninja total. Nee, ich nehme Kampf, komm. Ich liebe Kampf total einfach nur. Ninja ist auch cool. Aber Kampf hatte ich auch noch bei keinem Boss bisher. Ninja auch nicht, natürlich. Aber doch, Ninja hatte ich beim Sphärenspuk immerhin schon mal. Meine ich. Kampf noch bei gar keinem Boss. Weder Miniboss noch normaler. Hi. Das sieht lustig aus. Der Goriath oder so. Ja. Yeah. Ist aber ein lustiges Prinzip, dass der immer so an der Wand klebt. Ist aber ein bisschen doof ist es, weil ich kann meinen Hadoken in der Luft nicht machen. Ja. Yeah. Das wollte ich gar nicht. Fuck. Alter. Nein, mach doch das Hadoken, Kirby. Komm. Ich habe nur immer halt Probleme beim Input. Das ist mein größtes Problem. Mit der Kampffähigkeit. Okay. Shit, ey. Ich habe jetzt schon sehr viel Schaden genommen, tatsächlich. Und er wird zum Super Saiyajin. Kann der Boden... Ah, nee, das ist Eis. Um Gottes Willen. Er hat auch einen Adoken. Das war übrigens Skill, dass ich da genau in der Lücke war. Das war nicht etwa komplettes Glück. Ja, das ist natürlich auch fair. Ja, da kann man ja manche Angriffe gar nicht vorhersehen bei dem. Das war gemein. Ja, die Bosse werden auf jeden Fall immer schwieriger. Das. Scheiße, das mag ich aber. Das ist tatsächlich spannend jetzt. Nein, ich verdrück mich wieder. Was? Die machen mir Schaden? Von, oder habe ich jetzt durch die Eiszapfen Schaden genommen, weil ich von oben drauf gesprungen bin? Egal. Die Blicke von dem Boss immer. Der war cool, der Bosskampf. Der war cool. Ja. Yeah. Manche Angriffe waren teilweise ein bisschen unvorhersehbar, finde ich. Das war ein bisschen fies, aber echt cool. Cooles Prinzip auch. Yeah. Ja, vor allem, wenn man den, glaube ich, gut... Sorry. Wenn man den vor allem gut lernt, seine ganzen Attacken, dann macht er, glaube ich, auch ziemlich viel Spaß irgendwie. Hat er jetzt auch schon gemacht, na klar. Aber dann sogar vielleicht noch mehr. Aber der war eh schon cool. So, und das ist schon das vierte Teil. Yeah! Das Emblem war das jetzt einfach nur, oder? Das ist ja auch total wichtig gewesen. Einfach nur, dass es schöner aussieht. Das ist geschafft, Kirby. Mein Sternenkreuzer hat jetzt wieder ein Emblem. Endlich. Nun fehlt nur noch ein einziges Teil. Vergiss nicht, wenn die Lore wieder in Schuss ist, darfst du mit in meine Welt fliegen. Diese Bruchlandung hat mir wirklich einiges an Ärger bereitet. Aber irgendwie war es das alles wert. Immerhin habe ich dadurch dich getroffen. Oh. Noch einmal vielen Dank für deine Hilfe. Du bist echt toll. Danke, Margolor. So, ich glaube, wir könnten sogar schon noch mit der nächsten Welt anfangen, würde ich sagen. Ich habe hier nichts anderes mehr zu tun. Also, wir könnten kurz in den Testraum da reingehen, ne? Machen wir mal schnell. Aber es gibt keine weitere Fähigkeiten-Challenge mehr, die ich jetzt machen könnte. So, mehr Fähigkeiten.
Yay. Und ich kann den Typen wieder verprügeln. Wenn ich treffen würde. So. Okay. So, aber wir machen noch das erste Level aus Welt 5. So. Das muss aber jetzt, das muss fast ein End sein, oder? Ich glaube, es hat schon irgendwas mit Krone zu tun. Das würde am meisten Sinn ergeben. Auch wenn ich nicht weiß, warum. Ja, schon, okay. Ja, dann sage ich Krone. Ist das, was rauskommen soll am Ende. Weil das ist zwar jetzt die letzte Welt an sich, aber es gibt halt noch eine sechste Welt und dann wahrscheinlich noch eine kurze siebte Welt, nur mit dem Finale wahrscheinlich. Oder halt mit der letzten Phase sogar vom Final Boss, wie auch immer. Auf jeden Fall ein lustiger Nachmittag haben wir hier. Eine Nusswelt oder so. So, kann ich mir jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen. Nee, sieht eher nach Festung aus. Ehrlich gesagt. Oder Turm. Ich weiß auch nicht, warum jetzt die Welt Nussiger Nachmittag heißt. Erschließt sich mir jetzt nicht ganz. Aber was soll's. Yay, Grasland haben wir sogar hier. Halt. Toll, da finde ich ein Secret und das ist einfach der Kackschirm. Was will ich denn damit? Naja. Yeah! Oh, das ist eine Bodenranke, so ein bisschen. Oder Weltall. Hinter uns ist die Erde. Also, Erde ist es ja nicht, aber halt der Planet. Popstar. Okay. Das erinnert mich jetzt wieder an Triple Deluxe hier mit Bodenranke und so. Ah, mal gucken. Hui! Na, ich will mal gleich, glaube ich, wechseln. Cutter ist mir um einiges lieber. Schirm war jetzt hier gar nicht so schlecht, weil das ein bisschen darauf ausgelegt ist, der Abschnitt hier, dass man da so entlang gleitet. Aber ich mag Cutter trotzdem lieber. Diese fliegenden Viecher da, fliegenden Fische oder so, hätte ich fast gesagt. Aber die sehen ja so ein bisschen aus, finde ich sogar. Die sind ein bisschen nervig. Ich nehme mal Peitsche. Peitsche hatten wir schon Ewigkeiten nicht mehr, habe ich das Gefühl. So. Yay! Okay. Brauche ich sogar hier. So, jetzt ist Timing gefragt. Ich habe, oder ich brauche eigentlich gar kein Timing. Ich kann einfach den hier machen. Yay, genau. Aber das hätte ich vielleicht sogar auch hinbekommen, weil ich habe ja wirklich bei der Peitschen-Challenge sehr, sehr gut das Timing von der Peitsche lernen müssen. Die habe ich ja auch am häufigsten machen müssen, bis ich da mal Platin hatte. Deswegen, das kann ich mittlerweile schon halbwegs, würde ich behaupten. Ein bisschen essen. Oder ist es einfach eine Wolkenwelt? Ich bin mir immer noch nicht unsicher. Bei lustiger Nachmittag kann man ja auch nichts draus schließen irgendwie, was das so bedeuten hat. Also so eine Wolkenranken-Weltraumwelt ist es. Wunderschön, einfach alles. So, bitte da rein. Okay, passt. Ja, das war jetzt nicht allzu schwierig, oder? Denke ich mal. Ja, das war sehr, sehr einfach irgendwie. Ich meine, ich hätte ja auch entlang laufen können sogar. Da wären zwar die Spinnen im Weg gewesen und so schon, aber trotzdem, das war jetzt kein Problem. Okay. Ja, das habe ich übrigens bisher noch gar nicht ausprobiert, würde ich mal anmerken, aber das habt ihr mir schon geschrieben. Das dachte ich mir auch schon, die Spinnenfähigkeit gibt es hier noch nicht. Die gibt es ja in späteren Kirby-Spielen auch. Ich wechsle mal, weil ich werde wahrscheinlich gleich was durchschneiden müssen, wenn ich hier zwei Schneidefähigkeiten bekomme. Ja, genau. Haben wir es auch schon. Ich war doch gar nicht drauf. Ich wollte halt aus der Luft einen Speerangriff machen. Ich hab doch die Plattform. Ach. Ich wollte eigentlich sowas machen. Ach Mann, wie dumm war das denn jetzt eigentlich? Gibt's ja gar nicht. Ja, auf jeden Fall, die Spinnenfähigkeit gibt's ja in späteren Teilen. Aber hier noch nicht. Weil ich habe ja bisher noch keine Spinne aufgefressen. Aber gibt's eben eh nicht. Die gab's ja. Lol, okay, Speer ist hier richtig scheiße. Cutter. Alter, das war jetzt mal trotzdem richtig dumm. Das regt mich jetzt übelst auf, dass ich die beiden Tode regen mich auf. Ja, das ist blöd, weil ich muss halt hier panisch eins drücken, wenn ich etwas durchschneiden. Ich meine, ich müsste hier eigentlich gar nicht durchschneiden, aber ich will es halt trotzdem machen, weil es halt geht. Irgendwie.
Und mit dem Speer macht man halt dann sehr schnell so eine Combo. Oder wenn ich halt auf der Plattform lande, dann mache ich die Combo auch. Und dann dauert die halt einfach so Ewigkeiten, dass ich dann nicht mehr rechtzeitig wegkommen kann. Das ist ein bisschen doof. Da ist Cutter dann schon auf jeden Fall besser. Ich mag Cutter auch im Allgemeinen lieber als Speer, würde ich wirklich sagen. Der Speer ist mir ein bisschen zu speziell irgendwie fast schon. Und vor allem auch das mit der Dash Attack ist nervig, dass man da drüber wirft. Da komme ich irgendwie nicht damit klar. Da mag ich Cutter ein bisschen lieber. Genau, ich wollte... Ja, das geht aber auch, ne? Da bin ich zwar auf dem Boden, aber ich komme relativ schnell weg. Ist alles gut. Ja, ich muss die Plattform, wie gesagt, überhaupt nicht durchschneiden. Es gibt keinen Grund, die durchzuschneiden, ne? Ich mach's trotzdem immer. Das sollte ich eigentlich sein lassen. Das ist hier jetzt. Aber sonst halt nicht. Das ist nur riskant. Und, ne? Das hätte ich eigentlich sein lassen sollen. Aber egal. So, was ich eigentlich jetzt noch seit Ewigkeiten schon sagen wollte, ist, Spinnenfähigkeit gibt's eben nicht. Die gibt's ja sogar... Ich habe das auch nicht getestet, weil ich glaube, die gibt's ja sogar erst sehr viel später. Also in, Triple Deluxe gibt's sie auch nicht. Glaube ich. Und in Robobots... Weiß ich nicht. Gab es das sogar erst in Star Allies zum ersten Mal? Das kann sogar sein. Tatsächlich. Weiß ich aber jetzt gar nicht sicher. Aber ja, ich konnte mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich die Spinnenfähigkeit aus einem der späteren Teile kenne, aber dass sie da dann neu war. Und deswegen wusste ich, dass es sie hier nicht als neue oder halt überhaupt nicht als Fähigkeit geben würde. Deswegen habe ich es auch nicht ausgetestet. Hätte mir der eine Fähigkeit gegeben? Blume oder so? Da ist Tornado. Okay, dann nehme ich mal Tornado. So. Okay. Wie? So schön hier entlang gleiten. Warte mal kurz, genau. Ich kann den Tornado auch irgendwie aufladen oder so. Wie war das nochmal? Hier, Hyper. Genau, während dem Tornado-Angriff einfach schütteln. Genau, und dann danach mache ich noch so einen Mega-Angriff, ja. Okay. Ist natürlich vor allem für Bosse richtig cool, weil ich kann da einfach irgendwo landen auf dem Bildschirm so ungefähr. Und ich werde dann immer den Boss treffen, weil das hat wirklich eine sehr, sehr hohe Reichweite, muss man sagen. So. Aber ich suche noch, ich misse noch zwei Zahnräder aktuell. Obwohl das Level schon ziemlich lang geht, also könnte sein, dass wir gleich wieder einen Mega-Ultra-Abschnitt haben. Oder auch nicht. Okay. Dann halt nicht. Das hatten wir jetzt heute sogar gar nicht, ne? Das ist, glaube ich, einer der ersten Parts heute. Gibt's Flug? Das ist, glaube ich, einer der ersten... Ah, gibt's sogar! Nice! Cool! Die haben wir auch noch gar nicht gesehen. Einer der ersten Parts ohne so eine Ultrafähigkeit. Flug ist auch ganz cool. Man ist vor allem sehr schnell, das mag ich. Mit einem Superlooping durchschneidest du die Luft, breite die Flügel aus und erkunde im Flatterflug das Reich der Wolken. Genau, ich kann eben so Federn raushauen, wie wir gerade schon gesehen haben. Aber die haben eine sehr, sehr geringe Reichweite. Dafür sind die also... Also für Schaden machen sind die jetzt nicht so wirklich toll. Aber ich habe halt ein paar andere coole Möglichkeiten. Das hier, der ist ganz cool, genau. Das ist der Dash-Angriff. Also, der Luft-Dash-Angriff soll ich dazu erwähnen. Oder ist es am Boden auch? Ne, am Boden auch. Okay, kann ich halt am Boden... Yeah. Oder in der Luft machen. Ui! Und ich bin vor allem, wie gesagt, sehr viel schneller, als wenn ich mit Kirby normal fliegen würde. Und allein das ist schon ein Vorteil. Vor allem hier in der Wolkenwelt. Das ist ziemlich cool. Ist da unten was? Nein. Das finde ich ein bisschen komisch. Irgendwie. Aber okay, dann nicht. Gut. Es könnte mal sein, dass ich zurücklaufen muss. Und dass da, wo jetzt die linke Stachelkugel herkam, dass da ein Zahnrad versteckt ist. Das kann sogar wirklich sein. Aber das wäre jetzt ein ziemlich weiter Weg. Schnell. Okay, passt. Yay! Dann doch nicht mehr. Yippie! Warte mal, ich hatte auch noch irgendwie... Genau, der war auch übelst cool. Muss ich da sporten dafür? Schon. Wenn ich nicht sporte in der Luft und ich drücke nach unten, mache ich so einen gerade Sturzflug nach unten. Und wenn ich sporte, mache ich den so ein bisschen schräg. Aber die sind beide auf jeden Fall cool. Ja, also Flug mag ich auch ziemlich gerne. Okay, nice. Ja, wie Fernbedienung, ich weiß. Mann, ja, es ist doch ein bisschen nervig hier. Das ist in jedem Wii-Spiel leider so gefühlt. Es ist trotzdem nicht so schlimm wie in anderen, weil man wenigstens keinen Ton kriegt, nur bildlich und weil das Gameplay auch nicht aufgehalten wird, was sogar noch schlimmer ist. Skyward Sword und Fei, ich blicke auf dich, aber okay. So, dann würde ich aber jetzt erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Kirby's Adventure Wii. Beim nächsten Mal wird es dann hier beim lustigen Nachmittag noch weitergehen mit Level 2 und Level 3, sollten wir beide schaffen. Vor allem, wenn ich mit der Flugfähigkeit schön schnell entlang sausen kann. Aber ich werde eh wieder zwischendurch bestimmt wechseln. Aber dann können wir die noch vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen austesten. Ich finde die echt cool. Bam! Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.